Moin und herzlich willkommen in meinem improvisierten YouTube-Studio im Keller, das noch nicht ganz fertig ist, wo ich noch dran arbeiten muss, aber was so langsam wird. Und heute das erste Mal aus dem Kellerstudio mit dem heißen Scheiß zu Weihnachten. Der heiße Scheiß, ja, was ist der heiße Scheiß? Der heiße Scheiß ist eine Infrarotheizung von der Firma Heidenfeld in dem Fall. Die hier hat 300 Watt, die da hinter mir ist auch eine, die hat 600 Watt. Und wie komme ich da drauf? Tja, mein Kumpel vom YouTube-Kanal JJ Romba, der Hendrik, der hat sich diese Heizung bestellt für sich zu Hause und hat gesagt, Mensch, ich bring dir mal eine vorbei, teste die doch mal, sag doch mal so deine Meinung dazu und guck mal, was die so kann. Ja, dann habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und habe die auch eine ganze Weile benutzt. Nämlich in meinem Homeoffice-Büro unterm Schreibtisch an die Füße gestellt und da war die ganz wunderbar. Die hier hat jetzt 300 Watt und eigentlich will ich die dem Hendrik gar nicht zurückgeben, weil ich noch eine ganze Weile Homeoffice immer mal machen muss. Und dann ist diese Heizung unterm Schreibtisch einfach Gold wert. Der kleine Nachteil ist, die hat keinen Aufsteller, die muss man eigentlich hinten an die Wand machen. Ich hatte die da nur lose hingestellt, da müsst ihr dabei bleiben. Ne? Also wenn ihr das macht, dann stellt sie so hin, dass sie nicht umfallen kann oder bleibt dabei, zieht sie raus, wenn ihr weggeht oder macht sie richtig an die Wand fest. Ja, Wandbefestigung, wie geht das? In dem Fall, hier sind vier dieser Klemmen dabei und diese Klemmen, die kommen hier hinten einfach so rein, macht ihr vorher an die Wand fest, in der Bedienungsanleitung steht das. Dübel sind dabei, vier von diesen Klemmen, Schrauben, alles drin. Anschlusskabel, Thermostat, ja, und dieses Teil. Ne? Jetzt fand ich aber, ich persönlich fand diese Heizung ziemlich gut, aber ich fand es jetzt so in Weiß nicht so schick. Das ist ja jedem selbst überlassen. Das könnte man hier vielleicht noch als Whiteboard nehmen, aber ja, unterm Schreibtisch hat es mich jetzt nicht auch nicht gestört. Aber hier für mein YouTube-Studio und meine Bastelecke, da wollte ich es ein bisschen anders haben. Deswegen habe ich mir von der gleichen Firma diese Heizung bestellt, die hat 600 Watt und die hat so einen Print da dran. Und dieser Print, den fand ich sehr ansprechend, weil ihr habt bestimmt auf anderen YouTube-Kanälen schon irgendwie diese hässlichen Lagerfeuer billig Infrarotheizungen gesehen. Das ist nicht so mein Ding. Ne? Wenn ich so ein Teil habe, entweder weiß unterm Schreibtisch oder als Whiteboard nutzen, wenn das geht. Aber dieser Print, den fand ich echt gut. Das Bild kann man sich aussuchen. Ich fand jetzt das hier am schicksten und das hängt jetzt schon eine ganze Weile hier und hier. Bastel ich immer so ein bisschen und mache so ein paar Versuche und da hat sich das jetzt echt schon bewährt. So ein bisschen müsst ihr überlegen, wofür ist so eine Infrarotheizung gedacht. Es gibt Infrarotheizung und es gibt hier diese Heizlüfter. Früher habe ich immer diesen Heizlüfter benutzt. Der macht hier mit den Heizdrähten warme Luft und die ganze Luft wird dann im Raum zirkuliert und der Raum wird warm. Kann man sich auch an die Füße stellen, sind die Füße relativ schnell schön warm. Der Raum dauert eine Weile, hat so 600, 800, 1000 Watt, vielleicht 1500, je nachdem, welchen ihr kauft. Und der hier hat jetzt 2000 Watt. Das heißt, wenn der eine Stunde läuft, habt ihr 2 Kilowattstunden durchgehauen und der heizt den ganzen Raum. Wenn ihr den ganzen Raum heizen wollt, dann ist das sicherlich die Alternative, die ihr euch aussuchen solltet. Aber wenn ihr so wie ich hier unten mal eine Stunde seid und ein bisschen basteln wollt nur und ihr wollt halt nicht so frieren und ihr wollt den Raum nicht aufheizen, dann sind die Infrarotheizungen das Mittel der Wahl. Infrarotheizungen sind deswegen das Mittel der Wahl, weil sie nicht den ganzen Raum aufheizen, sondern Strahlungswärme abgeben. Ja, ich habe hier mal ein Temperaturmessgerät und da sieht man, die Oberfläche, die ist 96 Grad ungefähr warm in der Mitte. Das ist schon echt eine Menge. Also richtig anfassen darf man das nicht. Und da ist noch so ein weiterer Nachteil vielleicht zu nennen. Wenn ihr Kinder habt und das ist in der Höhe, wo Kinder drankommen können, würde ich es nicht machen. Also man verbrennt sich jetzt nicht sofort, wenn man die Hand da dran hält. Das ist okay, weil es noch unter 100 Grad ist. Aber ich würde es im Bereich von spielenden Kindern nicht so einsetzen, dass die da drankommen. Ne? Da würde ich aber auch keinen Heizlüfter hinstellen. Da solltet ihr euch was anderes überlegen. Ansonsten, was kann denn so eine Infrarotheizung? Ich stelle jetzt mal weg hier. So eine Infrarotheizung macht dir den ganzen Raum warm. Nee. Kann sie, dauert sehr lange. Warum ist das so? Also es gibt ja zwei Heizarten. Der Heizlüfter, der macht die ganze Zeit eine Konvektion. Das heißt, der zieht Wärme durch das Gerät und die ganze Zeit wird die Luft durch das Gerät gezogen und dann wird der Raum, die ganze Raumluft wird angewärmt. Das ist die Konvektionsheizung.
Das hier ist aber eine Infrarotheizung, die arbeitet mit Strahlungswärme. Das heißt, die Heizung an sich soll gar nicht so dolle warm sein, wie sie ist, sondern die soll Wärmestrahlen abgeben. Und das tut sie ganz wunderbar. Also mal, wenn ich hier in dem Bereich bin, merke ich wirklich, wie es schön warm ist, also wie die Wärme abstrahlt, wie am Lagerfeuer ungefähr. Oder wenn ihr vor einer sehr warmen Heizung steht, merkt ihr das auch. Oder vor einem Kaminofen, das ist auch alles Infrarotheizung. Oder die Sonne, auch Infrarot. Und jetzt aber damit den Raum zu heizen, würde bedeuten, hier müsste die Luft immer dran langziehen und auch durch den Raum. Und da hier keine doppelte Wand ist, habt ihr keinen Kamineffekt, wie zum Beispiel im Heizkörper, da habt ihr einen Kamineffekt und dadurch eine hohe Konvektion. Und deswegen ist die so zum Raumheizen eigentlich nicht gedacht. Aber wirklich gut ist sie, wenn man hier so im Bereich davor bastelt. Da merkt man halt schön, wie warm es ist. Man friert nicht mehr. Ne? Gerade wenn man sich mal ab und zu umdreht, ne? Wenn man jetzt so Kälte im Rücken hat und dann mal von vorne, da ist das echt schön. Oder bei mir im Büro, das ist wirklich sehr klein, das hat so 2x2 Meter, das ist ein Mini-Büro. Da wird der Raum auch mit warm. Ne? Jetzt hat die aber auch 600 Watt Leistungsaufnahme. Das heißt, was verbraucht die denn? Ne? Wenn ihr die 10 Stunden laufen lasst, wenn ihr einen 10 Stunden Arbeitstag habt, so wie ich heute das hatte, dann habt ihr 6 Kilowattstunden verbraucht. Ne? Das ist schon hart. Das ist schon sehr viel Energie. Also für Dauerbeheizung von Räumen würde ich die nicht einsetzen. Aber überall, wo ihr vielleicht euch nicht so lange aufhaltet oder wo ihr den ganzen Raum nicht heizen wollt und direkt davor steht oder direkt in der Nähe seid, da sind solche Sachen super. So, warum habe ich mir jetzt von Heidenfeld die Dinger ausgesucht? Es gibt auf den YouTube-Kanälen, die ihr alle so kennt, hier Grüße gehen an Lars, auch Infrarotheizungen, die sehen zum einen ganz furchtbar aus und zum zweiten sind sie, glaube ich, noch billiger gefertigt. Die hier, die sind schön gefertigt. Also da klappert nichts. Hinten werden die nicht sehr warm. Das heißt, ihr vergeudet keine Hitze nach hinten. Außerdem, was ich richtig gut fand, was es auch nicht alle haben, sind hier diese Stecker, die da dran sind. Erstmal mag ich das vom Design, dass das nicht so nur einfach ein Stecker ist und dass so ein bisschen was angezeigt wird. Aber hier habt ihr zum einen die aktuelle Temperatur im Raum. Die wird gemessen an dem Stecker und die Zieltemperatur. Die könnt ihr hier einstellen. Und dann geht die Heizung auch an und aus. Da kann man auch noch ein Zeitfenster einstellen und ein paar andere Sachen, aber das ist so das Wesentliche. Das seht ihr jetzt, hat die Raumtemperatur erreicht und dann schaltet es ab. Ne? Also ein Grad hat da ungefähr Unterschied, aber er kommt gerade hoch, deswegen hat er das gemacht. Gut, also das finde ich super. Ihr seht auch, ich habe das hier an der Powerstation im Moment dran und jetzt können wir nochmal sehen, die hatte ja, die ganze Zeit so 570 Watt Aufnahme, also an die 600 Watt kommt sie ran. An der Powerstation, das ist jetzt Zufall, die steht jetzt hier auf dem Regal. Das ist jetzt keine typische Anwendung dafür. Stand jetzt da, ich wollte es mal ausprobieren, ob es geht. Und ja, funktioniert ganz wunderbar, würde ich sagen. Lief jetzt hier fast eine Stunde an der Powerstation. Die hat eine Kilowattstunde Inhalt, die war knapp 60%, nee, ein bisschen mehr war sie noch voll. Eine knappe Stunde ist jetzt ungefähr dran. 1,13 zeigt das, aber das war vorher schon ein bisschen eingeschaltet. Ja, was soll ich noch sagen? Wenn ihr eine Infrarotheizung sucht, dann guckt mal in den Link, den stelle ich euch unten rein. Ich finde die hier echt ganz nett. Wenn ihr wisst, wofür man Infrarotheizung braucht, dann könnt ihr sie gezielt einsetzen. Und wenn ihr hier so ein bisschen ins Regal guckt, dann seht ihr vielleicht, was demnächst noch so auf meinem YouTube-Kanal kommt. Aber es kommen auch noch ganz andere Dinge. Ich wünsche euch ganz frohe Weihnachten, auch von meiner Kamerafrau. Frohe Weihnachten an euch alle. Habt ein frohes Fest. Beschenkt euch schön oder lasst es sein, je nachdem. Aber auf jeden Fall feiert ganz toll. Habt eure Liebsten lieb. Und bis dann. Ich sage Tschüssi. Bis bald.